Das ist also eine Videoantwort für Markus, Superfan. Ich grüße dich. Du hast uns drei Aufgaben gegeben. Eine davon war, was für Messer wir haben, die wir auch gebrauchen und dabei haben. Ich habe jetzt um den Hals mein Odopoco, sicherlich schon bekannt. Das, was ich nenne, Damast Edition. Ein echter User am Schlüsselbund. Ich würde gerne noch was zur Tasche holen. Abmachen. Ich komme jetzt gerade von einer Ukraine-Reise zurück. Habe ich den San Remo vom Stefan 123321. Als weiteres EDC und Arbeitsmesser, beziehungsweise sollte man sagen, als Multitool habe ich mein Victorinox Swiss Champ, das ganz alte, ohne Nadelloch und ohne Loch in der Ahle. Und mehr habe ich mich nicht getraut, über die Grenze in die Ukraine mitzunehmen. Man hat mich auch nach Munition gefragt und nach Messern, und als ich dann das vorgezeigt habe, dann meinten sie, nein, solche Messer. Okay, ich habe verstanden. Ja, die andere Aufgabe, die du uns gestellt hast, war, dass wir so an Ausrüstung dabei haben. Also an Kleidung habe ich eine etwas wärmere Übergangsjacke. Die kann ich auch gut kombinieren mit der Polizeijacke dort. Dann habe ich hier einmal 1 Liter Wasser. Jetzt schon fast weg, weil wir heute hier draußen gekocht haben. Öl, ein Glas voll Reis, Knoblauch. Und ansonsten an Kleidung habe ich dabei eine Ersatzhose, hier unten eine Jeans-Shorts, Badehose, 2, 3 Boxershorts als Ersatz, 2, 3 Strümpfe als Ersatz. Spätestens dann findet sich eine Gelegenheit zu waschen. Ich habe noch ein Kapuzenshirt. Für die Schuhpflege habe ich diese Creme, ein integrierter Schwamm im Deckel, separat mit dem Deckel. Eine zweite Trinkflasche ist diese hier. Dann habe ich die Trinkblase, die 3 Liter, die ich aber meistens nicht ganz voll habe. Also so kann ich 5 Liter tagsüber am Morgenbeginn an mitnehmen. Hygiene, Zahnbürste, 50er Sonnencreme, okay, Autoschlüssel, Signalweste, Krimskram, Festplatte, Taschenlampe, ein bisschen Watte, Ohrstöpsel, meine Kamera, die ich gerade benutze, ein Mini-Stativ, und hier habe ich jetzt noch drinnen meine Bibel, schön regendicht verschlossen in der Box, ein Spiritusbrenner, Feuerzeug, ein paar Dokumente in Kopien, Visitenkarten etc. etc. In der Tüte hier kommt gleich der dreckige Topf wieder rein. So, hier ist noch ein McKinley-Schlafsack und das ist die Hängematte, die ihr von einem anderen Video her kennt. Als Armbanduhr habe ich die dabei. Ein bisschen Paracord überall in den Ecken versteckt. Und das ist also so grob mein Setup. Im Auto liegen habe ich, wenn ich mit dem Auto fahre, noch dieses Camping-Messerle dabei. Und Seife habe ich auf jeden Fall auch im Auto. Also Markus, das ist also mein zweiter Eintrag
Jetzt muss ich das alles wieder sauber verpacken. Dazu kommt dann halt noch, was man alles so aufmampft, aufisst. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier bei der Schwiegermutter eine Tüte geröstete Erdnüsse mitgekriegt. Energiefutter, ich hatte den Reis dabei. Was man sich halt alles so mitnimmt. In der Regel habe ich etwa 2 Kilo an Nahrung dabei. Und bis dahin findet man dann auch wieder einen Laden, wo man was einkaufen kann. So, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und danke für deine 1000 Abonnenten Giveaway Challenge. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Vielleicht hört man es. Hab noch eine weite Reise vor mich, aber ich bin froh. Noch genug Raum, Platz. Könnte ich also noch genug Nahrung mitnehmen, was ich bräuchte. Ach so, Erste-Hilfe-Set habe ich gar nicht gesagt. Ja, und das kommt jetzt dann da oben drauf. Und dann geht's nach Hause. Also, jetzt geht's nach Hause. Wir kriegen gleich noch einen schönen Auszug hier von der Sonne. Könnt ihr die sehen. Schöner Sonnenuntergang gibt es. Und mein Rucksack, wie man erkennen kann, ist da hinten drauf. Ups, sorry für die Schiffkrankheit. War nicht so gemeint. Ja, also, ich bedanke mich auch bei Gesa für diesen tollen Nachmittag. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinen 1000 Abos. Alles Gute und tschüss.